Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Risen 3 Titan Lords. Mietbericht für den Typen bei den Magiern oder so. Und diese Miete wurde überrannt von diesen bekannten Höllenhunden und Skeletten. Und Alter, jetzt haut er hier bei der Kombo rein, ne? Das ist gefährlich. Alter. So ein fucking Höllenhund, ne? Nicht so ein fucking Höllenhund aufhalten hier. So, Horas. Die Schatten haben die ganze Mine entvölkert. Ich muss mich beeilen, sonst gibt es bald niemand mehr auf dieser Insel. Ja, sicher, jetzt noch Schaden kriegen, ja, für die 2 Meter da. Okay, also der Typ liegt jetzt da hinten in der Ecke drin und... Sieht aus, als würde er sich kratzen. Okay. Gut, die Mine ist befreit, tatsächlich. Ich habe aber irgendwie noch so das unterschwellige Gefühl, dass hier irgendetwas noch irgendwo ist. Kommt man da rüber? Wie weit kann man denn... Ach, ich probiere das, glaube ich, gar nicht. Wenn er dich tot auf dem Boden rum oder so. Da oben ist eine Kiste noch. Sehr schön. So. Eine Schattenklinge. 20 bis 40 Schaden, Golderz, Spitzhacke. Ja, das Golderz verkaufen bestimmt. Oh, und Fusel. Sehr schön. Das ist ja der Lieblingsalkohol von mir, ne? Schön dient, wo man blind wird. Der ist super. So, ich lege mich nochmal ins Bett hier. Wenn ich schon die Möglichkeit habe, in der Mine zu schlafen, dann mache ich das natürlich auch. Ich vermisse ja auch so ein bisschen die Albträume, die man hat. Die hatte man ja am Anfang relativ oft, aber mittlerweile hat sich das eigentlich so gelegt. Mittlerweile in Therapie gemacht. Der Charakter. Ich habe ja schon lange nicht mehr gespielt. Wir müssen ja auch eine Pause gönnen. Dem jungen Mann. So, wo ging es hier nochmal raus? Hier ging es runter zu dem anderen... Bereich. Hier sind wir hoch, glaube ich. Und von hier sind wir gekommen, genau. So, hier liegt noch eine Spruchrolle rum. Einmal Kristallfackel. Zum Mitnehmen. So, ich hoffe, den Quest haben wir jetzt erfolgreich erledigt. Ich denke schon. Den Quest hier oben natürlich nicht. Gut. Und jetzt brauchen wir eigentlich noch... sag mal, was mache ich denn hier? Hier war rauszoomen, okay. So, jetzt müssten wir eigentlich theoretisch noch, wie viele Minen gibt's? 4 oder 3? 3, ne? Ach, das andere war die hier, ja, okay, ich hab's verstanden. Gut, also eigentlich müsste am Hafen noch eine sein. Da ist aber leider kein Teleporter, das heißt, ich müsste von hier zum Hafen runterlatschen. Am besten über diesen Weg vielleicht. Dann könnte ich unten, weil ich habe ja noch einen Teleport-Kristall, dann könnte ich vielleicht unten auch direkt den Teleporter aktivieren. Und mir das Hin- und Hergereise wieder sparen. Und, war nicht doch irgendetwas damals in einem Land vor unserer Zeit noch ein Quest offen mit irgendeinem Typen, der Bücher gesucht hat oder sowas? Oder nehmen wir Bücher irgendwie? Oh, Horas. Okay. Ach, hier. Okay, alles klar. Was geht denn hier ab? Dunkeldürer. Aha. Gefährliches Fleckchen Erde hier. Hallo, Brown. Was bist du? Bist du auch hier, um meine Seele zu fressen? Ach, also nicht. Ich bin mir nicht sicher. Kann ich dir trauen? Vielleicht bist du auch nur hier, um zu den Pilzen zu beten? Also eigentlich habe ich dich gerade gerettet, aber ich wollte eigentlich runter zum Hafen, ne? Was ist denn mit dir los, mein junger Freund? Was ist denn mit dir los? Was ist lose? Bist du lose? Du wirkst so aufgelöst.
Du verwirrst mich! Warum verwirrst du mich? Dein Kopf, er dreht sich im Kreis. Ich habe Angst. Okay, das ist... Also, war das in der letzten oder war das in dieser Folge? Wann habe ich das mit den Pilzen gesagt nochmal? Nehmt keine Pilze. Dann werdet ihr so wie Brown. Wovor hast du Angst? Angst? Ich? Niemals. Sehe ich etwas aus, als hätte ich vor irgendetwas Angst? Aber Raka, dieser Gnom, vor dem solltest du dich in Acht nehmen. Er kann dein Gehirn aufweichen. Aha. Es ist wahr. Komm ihm bloß nicht zu nahe. Okay. Mit dir ist eine Schraube locker oder was ist mit dir passiert? Was ist mit dir passiert? Ich weiß. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Ich bin zusammen mit Raka in diese Höhle geschwebt und plötzlich, bäm! Ich glaube, die Pilze hier haben dir nicht gut getan. Pilze? Du bist doch kein Pilz. Jetzt dreh mal nicht durch hier. Ich werde auf jeden Fall keinen Schritt mehr hier rausgehen. Okay, ich werde dafür sorgen, dass der Gnom abhaut. Ich werde dafür sorgen, dass der Gnom abhaut. Man haut keine Gnome. Hat dir deine Mutter denn gar nichts beigebracht? Warte einfach hier. Die Jugend. Sag dem Monster, dass er ins Lager gehen soll. Hier kann ich nicht mit ihm reden. Okay, gut, warte mal. Ich muss ja ganz kurz, ich habe was vergessen zu tun. Und zwar die Untertitel einschalten. Okay, soll ich jetzt einen Gnome hier unten suchen? Da vorne! Ah, nicht die Ratte! Nein. Wir töten keine Ratten. Nur Dunkeldürer. Gefährliche Tiere. Was für ein Kampf. Ganz gefährlich. So. Das ist der Gnome, oder? Hallo! Raka. Oh, noch ein Homie. Raka hat Angst. Ihr Homie ist verrückt. Ihr alle verrückt! Okay, Moment mal. Also ich bin nicht verrückt, sondern der Typ in der Höhle drin. Der ist definitiv verrückt. Ich bin nicht verrückt. Lass mich in Ruhe, Homie. Ich will nach Hause ins Tiefland, wo nur Gno leben. Brown sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er traut sich nicht an dir vorbei. Hä? Er hat zu viel Pilze hier eingeatmet. Er hat Angst vor dir. Angst vor Raka? Das Blödsinn. Wenn ich gehen, dann Brownie wieder normal? Vermutlich. Okay, Raka wird gehen. Ich warte auf ihn in Lager. Danke, Homie. Hier hast du Oro. Sag Brownie, dass er in Lager kommen soll. Raka wird warten. Jetzt muss ich wieder in die andere Richtung laden. Oh Gott. Okay. Das macht man nicht alles, um den Leuten... Bitte die Pilze an. Okay. Brown, ich hab Nachrichten. Raka sagt, du sollst ins Lager gehen. Ich glaube, er hat Angst vor dir. Dieses Monster hat Angst vor mir? Du solltest aus dieser Höhle verschwinden. Die Pilze hier tun dir nicht gut. Aber die Pilze sind meine Freunde. Vielleicht hast du ja recht. Ich fühle mich so komisch, seit ich hier bin. Hier, das haben sie mir gegeben. Wenn ich weggehe, werde ich es nicht mehr brauchen. Ich werde jetzt die Felsen zum Lager hinaufklettern. Okay. Mach du mal. 240, gib doch einfach einen Weg da hoch. Ah. Der ist voll mit Pilzen. Lass den mal klettern. 264 Gold haben wir gekriegt. Ist ordentlich. Glaube ich. Ich weiß nicht mal, wie der aktuelle Goldpreis, Questbelohnungspreis in Prison war. So. Baker. Okay. Also gibt es jetzt hier vielleicht irgendwo ein Teleportkristall oder so ein Teleport-Dings-Gedöns-Teil? Das wäre gar nicht mal so übel. Gnome als Hafenarbeiter. Von der Idee habe ich noch nie etwas gehalten. Wieso? Da verschwinden doch mehr Waren als ankommen. Warte mal, ich muss hier mal was... Ich muss hier gucken. Ich muss mich konzentrieren. Ja.
auf der Karte gucken. Ich glaube, das sieht aber tatsächlich nicht so aus, als gäbe es hier einen... Nee, gar nicht. Hier gibt es gar keinen Teleporter. Ist aber strange. Liegt eine Säge rum. Okay, gut. Moment, dann gehen wir als erstes in die andere Höhle. In die Ach, hier ist einer. So. Geht doch. Epische Musik einspielen. Ins Leere starren. Kommt immer gut. Nachdenklich. Scavenger verprügeln. Aua. Aua. Blödes Vieh. Wenn das Vieh mich aufhalten würde. Die Weltmacht. So. Ja. Krass. Oh Gott, da vorne ist der nächste. Ey, streck mich nicht den Arsch hin. Wow, 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 wow. Alter, wie weit das auch fliegt, ne? Das ist ja... Was ich für einen Schlagarm haben muss. Rechter Arm, ne? Gut trainiert. Wisst ihr Bescheid. Jahrelanges Training. Schlangenwurz essen. Täglich. Mhm, ja. Irgendwann hat man so einen Schlag drauf. Ich lass dich nicht allein. Dass die Viecher auch ganz gerne mal 5 Meter weiter fliegen. Nee, 5 Meter ist ja viel zu untertrieben. 10 Kilometer. Pass auf. Ist das bescheuert. Oh Gott. Sandteufel. So, da hinten ist irgendwo so ein Riesenviech rumgerannt. Lass mal. So, das hier muss die Mine sein, ne? Spielstand wurde erstellt. Hier ist eine Falle. Ein toter Gnom. Er kann jetzt aber nicht ernsthaft durch die... Eine Banane. Achso, ja, du läufst einfach durch. Okay. Oh. Ein Minenkobold. Aua. Die Sounds. Für auch Minenkobold. Aua, ist doch gut jetzt mal. Meine Güte, ey, dieses Mistvieh. Das ist schon wieder einer. So, okay. 4 von 10. Also was trinken. Und einmal rum. Sehr schön. Boah. Ins Feuer! Ah, krass hier. So, Brot mitnehmen. Sehr schön. Laufen Proviant dabei. Magischer Kristall, Silberbecher. Das ist ja alles verscherbeln. Budepuppe. Krug. Ja, immer. Goldsack. 50 Gold. Eine Gabel. Krug. Jawoll. Ich hab schon alles für meine Inneneinrichtung. Perfekt. Soll einfach nur mal in eine Mine gehen. Kann man alles einsammeln. Alles gratis. So. Erstmal schön auf die Fresse gekriegt. Wow. Oh, kommt denn da? Ja. Ah! oh, Alter, haut der jetzt hier der. Das war ein Kampf.
Was ist der krasser Dude hier, der Wien-Kobold? Haut er erstmal seine Pistole raus. Okay, gut. Also, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Moment mal. Roher Fisch. Sehr schön. Alles braten. Wenn ich hier fertig bin, braucht das eh niemand mehr. Die Frage ist jetzt nur... Ne, ich trinke mal was. Oder Proviant essen. Macht Wasserfass auch Lebenspunkte? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, okay, das ist gut. Gut, jetzt kann ich mich um die anderen noch kümmern hier. Gold und Eisenerz. Hoppala, da ist ja noch was drin. Fernrohr. Braucht jeder Pirat. Natürlich ist das eine Falle. Ich hab's genau gewusst. Ich wollte es nur ausprobieren. Ich wollte es nur ausprobieren. Aber Horas kann er durch, ne? Kann man da mit einem Schattenschritt durch oder so? Hieß das Schattenschritt? Dieses Ausweich. Wusch. Eigentlich müsste das ergehen. Theoretisch. War ich hier schon? Ja. Ja, stimmt, hier war ich schon. Oh, wo sind jetzt die anderen zwei Dudes? Mal hinterlatschen. Eine Termite. Können die Fernkampfangriffe? Die können nix. Oh doch, die können was. Uah. Horas, du stehst mir ein bisschen im Weg, ne? Auch noch 50 Erfahrungspunkte. Tatsächlich genauso viel wie die Kobolde und machen weniger Schaden als... Oh, was ist da oben? Mal mit. Ein Termitenkrieger! Okay, jetzt muss ich mich aber als allererstes mal nochmal heilen. Das hat viel gebracht. Ah, perfekt. Horas ist auch da. Ich bin ja nichts ohne ihn, ne? Mit der große Sprüche schlägt und... Wow, da kommt die schon wieder. Voll der Hinterhalt. Die kleinen Viecher dir. Die Kobolde saßen hier auf einer prächtigen Mine. Tja, jetzt könnten die Rohstoffe hier eigentlich abgebaut werden. Nein. Wir nehmen hier alles mit. Erstmal. Eine Kristallader. Stimmt, man kann das ja auch noch abbauen. Ah, 5 magische Kristalle erhalten. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss die irgendwo mal abgeben. Oder ich könnte die abgeben. Eine Wasserstelle. Nicht runterfallen, Vorsicht. Aber hier... Ach, das ist so eine Art Abkürzung. Ah, jetzt könnte ich da rumlaufen. Oh, das ist gar nicht mal so schlecht. Hup! Was bist du denn? Oh. Alter, seid ihr aber erschrocken hier. Boah. Okay. Immer mit der Ruhe, mein Freund. So, okay, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder zu Risen 3. Titan Lords, dann zurück.
Und mal gucken in der anderen Mine, was wir da noch zu tun haben. Ich sag danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.